Ja, hallo zum Adventskalender 2019 von der Kerstin Werner. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und dir für deine Adventszeit ja eine kleine Inspiration mitgeben kann zum Thema: Welche Erkenntnis hat mein Leben am meisten verändert? Und es ist eine richtig schwierige Frage auf eine Art. Und ich möchte eben jedem Zuschauer auch mal die Möglichkeit geben, selber nachzuspüren, weil es gibt bestimmt ganz viele kleine Erkenntnisse, die du hattest. Wenn man aber da so ein bisschen ranzoomt und mal unter die Fassade guckt, kann man ja mal schauen, ob es da irgendwo einen Zusammenhang gibt oder eine Essenz, einen roten Faden, der ja das ausmacht, was die größte Erkenntnis ist. Bei mir ist auf jeden Fall rausgekommen, meine größte Erkenntnis ist folgende. Als ich erkannt habe, dass unter allen Dynamiken, wie sie uns im Leben so passieren, ob in der Familie, jegliche zwischenmenschliche Dynamik, ob in Beziehung zu anderen abstrakten Sachen, also auch sowas wie zum Beispiel Thema Geld, Thema Beruf, Thema Leben, Liebe und Leidenschaft, dass egal zu welchem Thema dahinter wie eine energetische, feinstoffliche Prägung ist, die eigentlich die Vorlage dafür ist, wie wir es im Leben erleben. Und auch wenn wir bei manchen Sachen ja vielleicht so den Eindruck haben, das ist irgendwie, wir sind dem hilflos ausgeliefert, es ist Schicksal, es ist Karma, es ist irgendwas, war das wirklich meine größte Erkenntnis und auch vor allem die größte und kraftvollste Quelle für wirklich Wandlung und Veränderung in meinem Leben ist eben die gewesen, dass wir auch nicht nur, dass es nicht nur dahinter eine Dynamik gibt, eine feinstoffliche, sondern dass wir mit der auch arbeiten können und darüber tatsächlich auch Veränderungen im physischen, spürbaren Leben haben. Und in diese feinstoffliche Ebene gehört für mich sowas rein, wie man es zum Beispiel aus der systemischen Arbeit kennt, so wie Familienstellen. Also dass es da Dynamiken, Verstrickungen, Bindungen, Trennungen, Kräfte einfach gibt, die zueinander wirken. Da gehören für mich aber auch rein jegliche Glaubenssätze. Das ist eigentlich alles, was sich übereinander, miteinander überschneidet. Da gehören Glaubenssätze mit rein. Da gehören Erlebnisse rein, zum Beispiel traumatische Erlebnisse, die eine Art Prägung oder wie so ein Blueprint in unseren Zellen oder im Unterbewusstsein hinterlassen. Und das Blueprint, das läuft dann, auch wenn ja dieses Erlebnis schon vorbei ist, läuft eben einfach noch ab. Und wenn man Zugang bekommt, zum Beispiel über eine Aufstellung zu dieser feinstofflichen Ebene und es sichtbar macht, indem man es zum Beispiel aufstellt und dann wirkt und mit heilenden Elementen da reinwirkt und überhaupt erstmal hinschaut, das ist einfach, da eröffnet sich eine ganz neue Welt und man betrachtet die Dinge, die einem so widerfahren, egal wo, ob im Job, in der Beziehung, ob im, eben wie ich schon gesagt habe, ob im zum Beispiel Thema Finanzen, also betrachtet man dann plötzlich ganz anders. Und hat vor allem plötzlich Möglichkeiten. Es ist nicht mehr wie so eine graue Wand da, wo man überhaupt nicht weiß, was man machen soll und wo man sich ausgeliefert fühlt oder hilflos, sondern es wird plötzlich sichtbar und spürbar und ja, auch handelbar. Sozusagen. Und ich glaube, dass die Ebene, also dass die beiden Ebenen, die physische und diese feinstoffliche, diese Dynamik, wo da abläuft, je näher die in unserem Bewusstsein auch zusammenkommen und im Alltag wirklich Platz bekommen, umso mehr
und leichter wird alles. Also man geht an jegliche Probleme oder Fragestellungen im Leben ganz anders ran. Ich zum Beispiel, weil das wirklich meine größte Erkenntnis war und mein größtes Erlebnis auch, mache das fast täglich, dass ich für mich Aufstellungen mache und Situationen oder Themen für mich auch alleine im Wohnzimmer aufstelle und die Sachen auch energetisch betrachte und dann jeweils heilsame Elemente reinbringe. Ja. Wenn du neugierig geworden bist, kannst du dir das vielleicht auch anschauen bei mir. Aber ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Adventszeit und dass da eine ganz schöne, ordnende und heilsame Dynamik sich durch dein Leben zieht.